Herr Hofstetter, was steht auf Ihrem Messestand im Mittelpunkt? Wir haben hier Weltpremiere einer neuen Kompaktanlage elektrisch. Ganz neu von Kestrack ist auch, dass man die Kompaktklasse mit Diesel-Elektroantriebe bauen. Bis jetzt nur bei uns in den Großserien, in den Großmaschinen. Und Weltpremiere, neues Design, neues Modell, bewährte Technik, Rotor und Maschine gleich geblieben, wie wir es seit 6 Jahren bauen. Aber die Elektrifizierung ist jetzt gefragt. Das ist die Zukunft und das stellen wir hier aus, also so einen Marktschreier. Für wen ist dieses Produkt gedacht? Das ist ein Zukunftsmodell, heißt, in vielen Überseeländern ist es bereits Vorschrift, dass man elektrische Maschinen einsetzt, die man auch vom Stromnetz bespeisen kann. Aber wir sehen auch hier bereits Österreich, süddeutschen Raum und den nordischen Ländern eine große Nachfrage nach elektrobetriebenen Brech- und Recyclinganlagen. Ist die MAWEF Show für Sie eine Verkaufsveranstaltung oder hat sie repräsentativen Charakter? Also für mich persönlich, ich sehe, es ist ausschließlich ein repräsentativer Charakter mittlerweile. Es gibt kaum mehr die Kundschaft, die kommt und sagt, will ich kaufen. Wir sehen uns als Name gut vertreten. Kestrack muss dargestellt sein. Wer repräsentiert Kestrack in Österreich? Und deswegen ausschließlich ein Marketing-Auftritt hier. Und genauso halten wir es, sodass wir nur ein Produkt herstellen, was heuer auch nicht ist, ein bisschen schwierig wäre aufgrund der großen Nachfrage, Lieferzeiten etc. Aber wir haben es geschafft, eine quasi Vorpremiere hier herzustellen, die offiziell eigentlich erst in Frankreich auf der Intermat vorgestellt wird. Konnten Sie auf der Messe schon Verkäufe tätigen? Wir machen auf der Messe Anbahnungen, wir machen natürlich auch die eine oder andere Verkaufsverhandlung. Konkrete Abschlüsse ist nicht der Fall. Nein. Werden Sie nächstes Mal wieder ausstellen? Wir richten uns hier wirklich ausschließlich nach dem Trend. Der Trend momentan ist, dass man vertreten sein muss. Ob es diese oder eine andere Messe ist, kann man nicht sagen. Vielleicht geht auch der Trend in den nächsten Jahren mehr zu Hausmessen. Image muss man aufbauen, Marke muss man vertreten, Bekanntheit muss man muss repräsentieren. Ob es die MAWEF sein wird oder ob es eine groß angelegte Hausmesse ist, lassen wir uns offen. Prinzipiell sind wir sehr zufrieden hier mit dem Messebesuch, mit dem Messestand. Spricht nichts dagegen, dass wir in den 3 Jahren wieder da sind. Danke fürs Gespräch.